Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich befinde mich gerade in Dortmund und bin das erste Mal seit langem auch mal wieder in einem Hotelzimmer. Ein richtig, richtig komisches Gefühl irgendwie. Ich habe nämlich morgen hier einen Wettkampf und laufe morgen 400 Meter. Freue mich auch schon und genau, ich bin vor 5 Minuten angekommen, habe mich jetzt schnell umgezogen und für mich geht es jetzt gleich direkt mal in die Halle. Und ja, den Tag vor dem Wettkampf mache ich quasi immer noch so einen Auftakt. Also ich mache mich nochmal locker, bewege nochmal alles und schaue, dass für morgen einfach alles ready ist. Und genau, ansonsten geht es für mich danach noch zum Corona-Test. Heute und morgen vor dem Wettkampf auch nochmal. Und ja, dann versuche ich euch mal so gut es geht ein bisschen mitzunehmen und euch ein paar Eindrücke zu geben. Mal sehen, wie viel ich auch wirklich filmen kann, weil also so vor dem Wettkampf ist man auch immer sehr mit sich selber beschäftigt. Aber ja, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und würde sagen, let's go! So, ich bin jetzt wieder zurück im Hotel und habe auch den ersten Corona-Test jetzt auch schon hinter mir, zum Glück. Ich finde das immer so unangenehm, aber heute war es nur durch den Rachen, von dem her war es voll in Ordnung und das Testergebnis ist auch negativ, zum Glück. Und genau, ansonsten passiert wahrscheinlich auch gar nicht mehr viel. Wir gehen jetzt gleich im Hotel was essen und dann versuche ich auch immer relativ früh schon ins Bett zu gehen, damit ich einfach genug Schlaf habe für morgen. Und der Wettkampf morgen ist dann, glaube ich, so gegen 15 Uhr. Und eigentlich würde ich auch dann morgen Abend quasi noch weiter nach Hamburg fahren. Ich bin mal gespannt, ob das klappt, weil jetzt das Wetter so schlecht vorhergesagt wurde, dass ja, ich mal gespannt bin, ob da alles klappt. Ich hoffe es. Ich habe am Montag noch ein Fotoshooting in Hamburg und ja, habe mich schon sehr, sehr darauf gefreut. Deswegen hoffe ich sehr, dass das alles klappt und ich euch da mitnehmen kann. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und ja, ich werde jetzt erstmal duschen gehen und dann geht's was essen. Ich habe nämlich echt mega Hunger. So, es ist jetzt schon der nächste Morgen. Ich war jetzt gerade schon frühstücken und habe den zweiten Test hinter mich gebracht. Bin zum Glück auch negativ und ja, bei uns schaut mal, das ist schon so krass. Das Erste, was ich gemacht habe heute Morgen, war aus dem Fenster zu schauen. Es hört nicht auf zu schneien. Also ich hoffe, dass ja, dass es nicht noch viel, viel schlimmer wird, weil ansonsten, glaube ich, wird es echt nichts mehr mit Hamburg und ich glaube, es könnte sogar schwierig werden, nach Hause zu kommen, wenn es jetzt wirklich so einen Schneesturm geben sollte. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch gleich ein bisschen was lesen und mich dann vielleicht nochmal hinlegen, weil ich habe echt nicht so gut geschlafen, leider. Ja, deswegen versuche ich jetzt gleich nochmal ein bisschen
runterzukommen und vielleicht einen kleinen Mittagsschlaf zu machen. Und dann gibt es auch schon Mittagessen und dann geht's in die Halle. Also ja, geht heute zum Glück relativ schnell. Manchmal dauert es nämlich ewig, bis der Tag dann quasi vorbei ist und man endlich in die Halle fährt. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon. So, mal ein ganz kurzes Update von mir. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, werde jetzt gleich was essen gehen. Mir fällt es aber immer richtig schwer, vor einem Wettkampf noch irgendwas zu essen. Aber ich muss noch irgendwas, irgendwas muss ich noch essen, weil sonst habe ich nachher Hunger. Und mein Zug wurde leider gecancelt. Also nach Hamburg geht es für mich heute wahrscheinlich nicht mehr. Mal schauen, vielleicht fahren wir noch nach Hause, aber ich denke eigentlich, dass wir hier festsitzen, weil es wirklich nicht so gut aussieht. Mal gucken. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. So, ich bin jetzt wieder zurück im Hotel. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall dazu entschieden, dass wir heute noch nicht nach Hause fahren, weil das Wetter es einfach nicht zulässt und es, glaube ich, zu gefährlich wäre. Und wir fahren dann wahrscheinlich morgen früh zurück. Und zum Wettkampf, ich muss sagen, ich bin nicht so zufrieden. Also ich bin eine 54,30 oder so gerannt und wollte auf jeden Fall deutlich schneller rennen. Aber ja, man kann natürlich nicht immer Bestzeit laufen, das ist mir auch klar. Von dem her, ich weiß, was ich besser machen muss. Ich bin auf jeden Fall zu langsam angelaufen. Das ist immer das Schwierige, dass man so die perfekte 200 Meter Durchgangszeit hat, dass man nicht zu schnell ist, aber auch nicht zu langsam. Und gerade in der Halle ist es halt nicht ganz so einfach mit dem Reinlaufen. Aber ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Halle, also wir wussten im Vorhinein schon, dass die Halle nicht die beste ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass es doch so einen großen Effekt hat, wie die Halle quasi konstruiert ist, weil die jetzt neu gemacht wurde und die Zeiten leider von uns heute alle nicht so gut waren. Also wir haben uns mit Sicherheit alle mehr vorgenommen, aber gut, dann
Ja, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt bei den Deutschen, also das Blöde ist halt, dass die deutschen Meisterschaften auch in Dortmund sind. Das heißt, wir haben dort auch nicht die Chance, wirklich Top-Zeiten zu rennen. Aber gut, jeder hat die gleichen Bedingungen. Und ja, das ist natürlich schade. Ich muss sagen, ich habe mich echt gut gefühlt. Also, ja, es hat sich echt gut angefühlt davor, so beim Aufwärmen. Aber es kann natürlich nicht immer so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Vlog gefallen und ich konnte euch so ein paar Impressionen geben, wie so ein Wettkampftag bei mir aussieht und die Vorbereitungen. Es ist immer nicht so einfach, das alles aufzunehmen, weil man ja dann auch irgendwie mit sich selber beschäftigt ist. Aber gebt mir gerne euer Feedback und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!